Emil hatte sich trotz des schönen Wetters in sein Hotelzimmer zurückgezogen. Das Gespräch mit dem Bürgermeister Ruhn hatte ihm keine Ruhe gelassen. So schaute er auf den Internetseiten seines Instituts in Potsdam nach links über historische Daten von Erdbeben und Tsunamis. Er wurde fündig. Nach Analysen des russischen Tsunami Laboratory in Novosibirsk musste es im Indischen Ozean schon einige Tsunamis gegeben haben. Er rechnete nach. Dieser Ruhn war ungefähr 50 Jahre alt. Vor etwa 40 bis 45 Jahren hat er die Schule besucht. Also 1960, schätzte er. Seine Urgroßmutter konnte durchaus über 80 Jahre gewesen sein. Dann wäre sie vor 1888 geboren. 1883 war der indonesische Vulkan Krakatau explodiert. Er hatte einen großen Tsunami bewirkt. Das musste das Ereignis gewesen sein, das Ruhns Urgroßmutter erlebt hatte. Zwischen 1797 und 1883 hatte es nach 4 Erdbeben mit einer Stärke zwischen 7,5 und 8,5 auf der Richterskala Tsunamis mit maximalen Wellenhöhen von 5 bis 8 Metern gegeben. Bis zu 36 Meter hoch waren die Wellen nach der Krakatau-Explosion geschätzt worden. Das war aber ein extremes Ereignis gewesen. Bedenklich war das schon. Aber es war nicht seine Aufgabe, die Länder am Indischen Ozean zu überreden, ein Warnsystem wie im Pazifik zu installieren. Er war sich sicher, wenn die USA am Indischen Ozean gelegen hätten, dann wäre das schon längst geschehen. Oder etwa doch nicht? Denn im Atlantik, an dem die USA ebenfalls lagen, gab es ja schließlich auch kein Frühwarnsystem. Emil klappte seinen Laptop zu und verließ sein Hotel, um in den angrenzenden Straßen etwas Zerstreuung zu finden. Er hatte Lust auf ein kühles Bier. Die thailändischen Biere waren besser, als er erwartet hatte. Etwas zu essen wäre auch nicht schlecht. Danach wollte er wieder in sein Hotel zurück und den ersten Weihnachtstag ausklingen lassen. Er hatte den ganzen Tag über nicht an Weihnachten gedacht, weil sich bei ihm die richtige Weihnachtsstimmung nicht einstellen wollte. Irgendwie brauchte er Schnee und Weihnachtsbäume dazu und keine Palmen und 30 Grad. Die Dekorationen in den Geschäften zeigten zwar hier und da einen Weihnachtsmann, aber der hätte bei den Temperaturen seinen Wintermantel nach wenigen Minuten in die Ecke geschmissen. Um 20 Uhr kam Vissanu und löste seinen Vorgänger ab. Gegen 16 Uhr hatte die Erde in Chile gebebt, hörte er. Es war aber nur ein kleines Beben gewesen. Vissanu schaute aus dem Fenster auf die Stadt. Sie war hell erleuchtet. Die Häuser und Straßenlaternen funkelten wie Diamanten auf schwarzem Samt. Nicht weit entfernt lag der Verkehrsknotenpunkt Bangna mit seinen Brücken und Unterführungen. Hier trafen sich die Straßen, die an die Ostküste des Landes führten. Zum einen die Sukhumvit, die durch eines der bekanntesten Geschäftsviertel der thailändischen Hauptstadt verlief. Diese Gegend war auch bei Ausländern sehr beliebt und für Thais demzufolge etwas teuer. Die Sukhumvit ging weiter durch die Nachbarstädte Samut Prakan und Chonburi. Diese Straße traf sich hier mit der gebührenpflichtigen Schnellstraße, die von Rangsit am Flughafen vorbei durch die Stadt führte. Das war der erste Expressway der thailändischen Hauptstadt gewesen. Allerdings war er auch häufig verstopft. Schließlich endete hier eine weitere Schnellstraße, die Nationalstraße 34 oder Bangna Trat Road, die autobahnähnlich ausgebaut und zudem noch mit einer Hochstraße überbrückt war. Auf ihr konnte man ebenfalls an die Ostküste kommen. Vissanu sah die Autos in langen Schlangen auf den Straßen dahinfahren. Jetzt am Wochenende war der Verkehr schwächer. Viele Bewohner der Hauptstadt waren für ein, zwei Tage raus ins Grüne gefahren, wie auch seine Kollegen Adisai und Tanita. Er würde am nächsten Wochenende, wenn auch das westliche Neujahrsfest gefeiert werden würde, seine Familie in Suphanburi besuchen. Die Stadt war nicht allzu weit weg von Bangkok, allerdings musste man von Bangna erst die gesamte Metropole durchfahren, was die meiste Zeit in Anspruch nahm. Er freute sich schon darauf, seine Eltern wiederzusehen und mit seinen Neffen einen Ausflug zum Bung Chawang zu machen, einem großen See mit Zoo und Aquarium. Vissanu drehte sich vom Fenster weg und setzte sich an seinen Arbeitsplatz. Er konnte auf verschiedenen Monitoren die automatischen Registrierungen der Seismographen sehen. Nichts tat sich. Also wählte er sich ins Internet ein und schaute auf die Seiten der Dienste, auf denen zu sehen war, welche Erdbeben sich aktuell ereigneten. Die letzten Meldungen waren ein paar Stunden alt. Meist waren es aber kleine, lokale Beben,
die ihn nicht interessierten. Er lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und machte ein Nickerchen. Die beiden Techniker, die im Nachbarraum Dienst taten, würden ihn schon wecken, wenn etwas Besonderes geschah. Thank you.